Ich darf also für Rübka morgen zur Post laufen, habe ich gerade eben erfahren. Ne, also so Geschichten halt, das war, wo ich echt so gedacht habe, was? Das geht jetzt, das ist hier aber schon geschenkt gerade einfach, was passiert. Also die schenken einem wirklich den Fortschritt. Nein, 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 nein. Ach. Okay, Cyrus, du baust einfach gerade Schmarrn. So, jetzt mal die Truhe kurz eingesackt. Und den Fisch gefangen. Geht doch. Warum nicht gleich so? So, was haben wir denn hier? Ja, ja, unseren letzten Köder verbraucht. Dann können wir den benutzen. Ich muss mal kurz... Blöde Autokorrektur. Ich hasse die. Ich wollte ihr Nachti schreiben. Macht der Nachricht raus. Was ein blödes Ding. So, dann will man Nachti schreiben. Nachricht. Erstmal Nachricht. Mi, 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 mi. Danke, Black. Danke. So. Amon, nur der Leser vergisst, dass er es länger nicht gelesen hat und zerpflückt jeden Zusammenhang im Ansatz. Was soll ich dazu sagen? Was soll ich dazu leider großartig sagen? So, wir schmeißen mal hier den Köder rüber. Weil mit dem Köder haben wir diesen Large Mouth gekriegt. Wobei wir ja fürs Quest den jetzt haben. Ich bräuchte nur einen Sturgeon jetzt noch. Ich bräuchte jetzt noch einen Sturgeon. Da wäre ich ganz dankbar drum. Komm. Ah, nur ein Chub. Gib mir doch den Fisch, den ich will. Ich will doch nur einen ganz bestimmten Fisch für das Quest, um Himmels Willen. Ist das denn zu viel verlangt? Amon, ich finde, dass es in die Welt so besser passt. Ja, es macht da vielleicht ganz Sinn, weil die ja jetzt auch scheinbar, also so viel habe ich von der Story mitbekommen, geht es ja so ein bisschen darum, dass man ja auch der erste Champ wird, weil die ja erst sozusagen eine Liga aufbauen. Aber es ist halt ungewohnt. Also im Vorfeld war es für mich so ein... das sind zu viele Änderungen, die mir irgendwie nicht passen. Och Mann, du... Ey, was soll denn der Unfug? Was soll denn dieser blöde Zappel... Gott, das ist nervig. Er war die ganze Zeit ruhig und dann fängt er an. Ich bin Speedy Gonzales. Oh, so Fische nerven. So Fische nerven. Ach, ups. Gar nicht Black hat Mimimi geschrieben, das war Amon. Da habe ich da ja die Namen durcheinander geworfen. Ach, Amon und Black, die klingen doch auch schon so ähnlich. Kann ja mal passieren. Okay, wir haben noch einen Large Mouth gekriegt. Super, das ist aber nicht der Fisch, den ich will. Tja, King, die westlichen Spieler wollen halt, dass sich die Spiele selber spielen. Nach dem Start, mehr oder weniger. Sind das wirklich die westlichen Spieler? Ich glaube eher, das ist das Gefühl, dass die japanischen Spieler den westlichen Spieler gegenüber haben. Oder beziehungsweise, dass es eher darum geht, dass die ganzen kleinen Kitties offenbar für zu blöd gehalten werden, die Spiele zu raffen. Und dementsprechend die Spiele einfacher müssen, gemacht werden müssen, damit die kleinen dummen Kiddies es halt gespielt kriegen. Sprich, Zielgruppenerweiterung, damit auch halt nicht nur die alteingesessenen Fans, sondern auch neue Fans sich dann möglichst etablieren. Das war ja schon in den 90ern auf dem Super Nintendo mit den Rollenspielen so. Es war augenscheinlich immer so, dass die japanischen Entwickler das Gefühl hatten, die deutschen Spieler oder die westlichen Spieler sind zu dumm, ihre Spiele zu packen und zu schaffen, weswegen zum Beispiel immer den Super Nintendo Spielen Komplettlösungen beilagen. Das gab es halt nur in Europa. Und in Japan zum Beispiel gab es nicht automatisch eine Komplettlösung zum Spiel direkt. So. Weil, ganz ehrlich, wenn es wirklich darum ginge, dass die Fans möchten, dass die Spiele sich selber spielen, dann hätten Spiele wie Super Meat Boy
Entschuldigung, Super Meat Boy, Dark Souls. Solche Spiele, solche richtig knallharten Spiele, die mit dir den Boden wischen, die hätten keinen Erfolg, wenn die Spieler nicht solche Spiele auch haben wollen würden. So. Also insofern, ich glaube, es ist nicht allein ein Problem der Spieler. So. Amon holt die Schrammelquetsche und stimmt zum Bot ein. Black, wer lesen kann, ist gleich im Vorteil und für ganz Resistente auch noch in Farbe. Ist der King etwa rot-grün blind? Jetzt ist mein großes Geheimnis raus. Black, du hast mich geoutet. Ich bin rot-grün blind. So. Amon, King, Blindschleiche. Brauchen Sie eine Brille? Eure Grauschleierheit. Ich habe bereits eine Brille. Amon zapft eine Runde Mitleid für Cyrus. Black weist Amon darauf hin, dass sein Gefäß ein Loch hat. Na toll. Achionaya King, siehe Blade und was? Blade and Soul von NCSoft und was für Europa, Nordamerika dort alles vereinfacht wurde. Ja, aber liegt das wirklich an den Spielern, die es so wollen, oder liegt es an den Entwicklern, die denken, dass die Spieler es so wollen, beziehungsweise denken, dass die Spieler es so bräuchten, weil sie es sonst nicht schaffen? Das ist doch eher die Frage. Also es ist ja eine Henne-Ei-Diskussion. Was war zuerst da? Also, das müsste man halt erstmal klären, sozusagen, wo die Problematik wirklich enthalten ist, in Anführungszeichen. So, ich kann ja mal gucken, ob inzwischen Grapes schon an den Bäumen wachsen. Dann könnten wir die ja mal pflücken. Erstmal schön den Fisch hier abgeben. Wenigstens haben wir ihn ja jetzt. Jetzt fehlt uns hier nur noch dieser doofe Sturgeon. Ich kann jetzt mal den Large Mouth löschen oder beziehungsweise streichen von meiner Liste. Das heißt, es ist ganz viel Backmeat wieder sammeln. Köderfleisch ansammeln, damit wir fischen gehen können. Ewiger Kreislauf des Angelns. The Circle of Fishing. Amon, das Glas hat kein Loch. Ich muss nur extra viel in das Glas bekommen. Könnte länger dauern. Achio, Black und Amon verwechseln? Seit wann ist Amon weiblich? Das war wiederum sein großes Geheimnis, was ich verraten habe. Oh, Pierre möchte in Karpfen. Und meine Anzeige ist hier schon wieder... Wieso verschwindet die Maus denn einfach mal? So, zack. Ja, nee, das war sehr klug. Ein Karpfen für Pierre. Das sollte ja kein Problem sein. Hier haben wir bereits einen Karpfen. Den legen wir mal für Pierre da zur Seite. Den Karpfen legen wir für Pierre extra zur Seite. Wusa, was war zuerst da? Das Huhn oder das Ei? Antwort, das Wusa. Nee. Wusa, du bist eine Kuh. Du hast mit Hühnern und Eiern nichts zu tun. Achio, er hatte euch doch verwechselt, Amon. So. Amon saust aus einem Schatten hinter dem König und wartet mit seiner Sense. Tap, tap. Ich dreh mich nicht um. Pech gehabt, ich dreh mich einfach nicht um. Und nun? Und nun? Und nun? Na? 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 So. Aber so wie es klingt, ist... Ich weiß nicht, Amon, oder auch andere jetzt von euch, die jetzt vielleicht Pokémon Sonne und Mond haben. Wie ist so euer Eindruck vom Spiel? Gefällt es euch? Sagt es euch zu? Was sind so Dinge, die euch eventuell stören? Seid ihr wirklich 100% einfach mit allem bei dem Spiel zufrieden? Oder gibt es da doch vielleicht irgendwelche Faktoren, die nicht ganz so gefallen? So, ich sammle jetzt doch mal überall Gold. Wir sammeln Gold. So, den können wir mal rausnehmen. Davon packen wir einen ins Lager auf jeden Fall. Ich glaube, den Rest kann ich soweit verticken. Das Gold kommt hier noch hin. Okay, inzwischen habe ich genug Ores von allem. Wo ist er? Frau Archivarin? Wo ist mein Sternflottenhandschuh?
Black, warum habe ich mich gerade bei Frau Archivarin angesprochen gefühlt? Tja, Black, das ist eine gute Frage, deren Antwort jedoch nur du wissen kannst und vielleicht hoffentlich auch weißt. Wenn nicht, dann nun, was soll man dazu noch sagen? So, wir können ja die Angeln erstmal wegpacken. Ich muss mir erstmal konsequent. Hoch, hoch, hoch! Der Scale! Mein Boschi-Freund, mein Boschi-fanatischer Kumpane, einen wunderbaren Abend dir. Vielen Dank fürs Reinschauen, vielen Dank für deinen Host. Ich wünsche dir viel Spaß bei uns Verrückten, zum Teil Wahnsinnigen. Ich könnte ja mal. Ach komm, den. Einfach nur des Platz oder des Lagerplatzes wegen. Machen wir es jetzt mal so. Zack. Und du bist. Genau, du bist Quest. Ihr seid Geoden zum gleich knacken. Und jetzt wollte ich noch die Batterien in der Umgebung einsammeln. Amon, die Vorschriften wurden doch gebrochen. Daher habe ich es eingerammt und in ein Safe gesperrt. Das Holen könnte etwas dauern. Black, das echte Pokémon hat 151 Pokémon. Alles andere ist Geldmacherei und billiger Abklatsch. Nein, Pokémon Gold und Silber waren bis heute die besten Pokémon-Spiele. Pokémon Gold und Silber. Nichts geht über Pokémon Gold und Silber. Und wer was anderes sagt, ist bemitleidenswert, weil er hat nie Pokémon Gold und Silber höchstwahrscheinlich gespielt und weiß deshalb nicht, wie geil diese Spiele sind. Fertig. Aus. Die Maus. Oh, Steine sind zerstört. Ich habe es gesehen. Ich habe gesehen. Es sind kaputte Steine auf unserem Bauernhof. Wir müssen mal Reparaturarbeit leisten. Amon Wusa, außerdem wurde die Frage falsch gestellt. Ich muss also das Büchlein nicht aushändigen. Wusa, Cyrus, lesen ist nicht deine Stärke. Nö. Sollte man meinen bei einem Buchhändler, aber nö. Nicht so richtig. Alter, ist hier viel kaputt. Okay, weg mit dir. Und reparieren. Moment, das machen wir mal ein bisschen. Strategisch klüger. Muss man ein bisschen weniger drücken. Zack. Ups, halt. Na, komm. Vor allem muss ich aufpassen, dass Tiergehege nicht kaputt sind, damit mir die Tiere nicht abhauen. Alter Verwalter, warum ist hier so viel kaputt? Warum zum Henker ist da so viel kaputt? Wodurch? Ich dachte, der Stonefence wäre so der Imba-Dingenskirchen. Okay. The most durable type of fence, ein Hardwood-Fence. Okay, wir brauchen Hardwood. Und ihr Ferkel, wer jetzt da einen Witz entsprechend reißt, der ist pubertär. Er hat Hardwood gesagt. Was? War was? Nein? Sehr gut. So. Vor allem geht das auf mein letztes bisschen Energie, was ich noch gerade habe. Ist der ganze Schmodder hier kaputt? Ich krieg die Krise. Ich muss doch ins Bett. Ich kann doch nicht jetzt mich hier um die Zäune von den Tieren kümmern. Können die Tiere nicht ihre Zäune einfach selber reparieren? Das würde mir ein bisschen Arbeit abnehmen. Okay, da ist nichts mehr. Ich wollte doch eigentlich Batterien sammeln. Jetzt habe ich Zeit mit Zaunreparatur vergeudet. So. Oh Gott! Himmelswillen! Ich sehe gerade, ich habe ja die Hälfte vom Chat. Noch, komm. Mein iPad nervt mich manchmal. Hallo? Dann würdest du mal scrollen? So. Scale, jetzt bin ich aber nicht mehr Boschi-fanatisch. Ich bin Final Fantasy-fanatisch. Naja, da verweise ich einfach auf Twitter, wo ich geschrieben habe, woran merkt man, dass man alt und verbittert wird, wenn man nicht mehr für Final Fantasy alles stehen lässt. So, Ichigo, waren das nicht weniger in den ersten Spielen für den Game Boy Black? Nee, es waren 151, das stimmt.
Es waren 151. Missingio ist kein Pokémon. Es ist nicht Nummer 152. Es ist die Missing Number. An Black kurz, weil sie gerade schrieb, man kann durch Tauschen und Bugs 152 Pokémon mit Rot und Blau fangen. Amon stellt auf den Tisch mit den Keksen noch frischen Tee und heiße Schokolade. Greift zu, Leute. Scale hat Pokémon Gold und Silber gespielt. Finde Blau und Gelb immer noch besser. Scale, du hast keine Ahnung. Sie sind raus, Wacker. Wusa Cyrus, dann liest nochmal Sternflotten. Handbuch. Nicht Handschuh. Ja. Wiss? Amon, nichts geht über die Edition Blau und Rot. Ohne diese gäbe es keine der nachfolgenden Editionen. Ja, aber für mich ist spieltechnisch trotzdem Gold und Silber besser. Übrigens, Hu an alle, musste Chat neu laden, also kein Plan, wer alles da ist. An den Scale. Black stellt für die Erwachsenen auch noch rum, Whisky, Wodka und Cola. Hallo, wir sind, obwohl wir sind ab 18, wir dürfen das. So, ich lese jetzt nicht mehr alles vor, ich überfliege jetzt nur mal, weil sonst komme ich gar nicht mehr zum Spielen. Amon, ich bin als Handwerker super, ja? Ich bin als Handwerker super, solange es digitales Handwerk ist und nicht im echten Leben. Solange es digitales Handwerk ist, bin ich super, das sage ich dir. Du hast noch nicht gesehen, so dolle Zäune, wie ich sie hier baue. Also das ist, die halten, die haben ein Jahr gehalten. Die haben ein Ingame-Jahr gehalten. Was will man mehr? Mehr gibt es nicht. Nicht zu dem Preis. Was? Wo ist Kanya? Wo war Kanya? Wo habe ich Kanya überlesen? Habe ich Kanya überlesen? Habe ich Kanya? Kanya, habe ich dich überlesen? Es tut mir leid. Ja, Amon, ich habe zuerst dran gedacht. Das war ja der Gag. Das war ja gerade der Gag. So, Wetterreport.